Hallo zusammen, grüßt euch vom Team Gobulus.de. Ich bin der Nico und ich möchte euch heute einmal die Ehang Ghost 2.0 vorstellen. Und zwar einmal komplette Inbetriebnahme mit Download der App und so weiter, Registrierung. Wobei wir uns gleich nochmal bei mir zu Hause sehen. Die Registrierung machen wir im schattischen Bereich, weil man hier draußen am Handy gar nichts erkennen kann. Hier möchte ich euch jetzt erstmal willkommen heißen. Wir sehen uns jetzt kurz, um die Ehang-App einmal runterzuladen. Wir gehen dazu in den Play Store, bei Suche Ehang eingeben, E-H-A-N-G. Ehang Play heißt die App, dieses schwarze Zeichen hat sie. Diese bitte runterladen und installieren. Bei der Nutzung ist es ganz wichtig, an der G-Box einzustellen, welches Betriebssystem ihr nutzt. Dazu findet sich hier an der Seite ein Schieberegler, an dem steht iOS für Apple und Android für Android-Smartphones. Dieser Schieberegler muss natürlich zu eurem Smartphone richtig eingestellt sein. So, die Ehang-App ist bei mir runtergeladen, ich hoffe bei euch auch. Dann öffnen wir sie gemeinsam. So, dieses Bild oder diese Bilder schiebt ihr nach links rüber und beim dritten Bild erscheint Begin Your Adventure. Da klickt ihr bitte drauf. So, und wie gesagt, die App ist einmal im Google Play Store und auch im Apple App Store verfügbar. Jetzt klickt ihr hier auf Registrieren und gebt hier oben eure E-Mail-Adresse und hier unten ein Kennwort ein. So, wenn ihr eure E-Mail-Adresse und das Kennwort eingegeben habt, drückt ihr auf Bestätigungscode erhalten. Jetzt wird euch innerhalb von wenigen Sekunden eine E-Mail mit dem Bestätigungscode geschickt. Schaut dazu auch bitte in den Spam- und Junk-E-Mail-Ordner, weil sie nicht immer im Posteingang landet. Dann gebt ihr hier den Bestätigungscode ein und drückt hier unten auf Registrieren. So. Jetzt steht erfolgreich verbunden, erfolgreich eingerichtet, Entschuldigung, Gerät verbinden. Damit ist hier die G-Box gemeint. Bitte einmal kurz auf den An- und Ausschalter drücken, dann ist die G-Box an und wir können in der App auf Gerät verbinden klicken. Es öffnet sich ein Bluetooth-Fenster, in dem gleich die Ehang G-Box angezeigt wird. Bitte einmal anwählen. Das Ganze sollte sich jetzt vollautomatisch verbinden. Das hat wunderbar geklappt. Das sehen wir hier oben. Smartphone ist ordnungsgemäß mit der G-Box verbunden. Und jetzt wird versucht, die Verbindung zur Drohne herzustellen. Ich sage es jetzt schon mal kurz. Man klickt einmal kurz auf den Ein- und Ausschalter am Akku, hält dann den Ein- und Ausschalter gedrückt, bis das Ehang-Zeichen durchgelaufen ist und dann ist die Drohne eingeschaltet. Leider kann man das am Video draußen auf dem Feld nicht so gut sehen, das flackert. Das macht also nicht die Drohne, sondern das kommt durch die Videoaufnahme. Bis dann. Wir haben ja vorhin schon einmal die Verbindung hergestellt zwischen der G-Box und dem Handy, das Ganze über Bluetooth. Jetzt verbinden wir die G-Box mit der Drohne. Dazu schalten wir die Drohne ein, die Ghost 2.0, einmal kurz auf den Einschalter drücken, dann direkt im Anschluss gedrückt halten, dann kommt Ehang, jetzt geht sie an. Sie quittiert das Ganze auch mit den klassischen Piepsgeräuschen. Jetzt sehen wir auch auf dem Handy, dass es soweit ist. Wir bekommen hier nochmal Sicherheitshinweise, Drohnendaten werden geladen. Da das Ganze mit Bluetooth verbunden ist, stecke ich mir die G-Box jetzt hier in meine Hosentasche rein, um zu gewährleisten, dass sie immer nah am Handy ist. Ungünstig wäre jetzt, die G-Box liegt im Auto und ihr lauft vielleicht weg. Ungünstig immer am Anhalten. Dann eben die Sicherheitshinweise durchklicken, am besten auch durchlesen. Wir haben zwei Möglichkeiten, die Ghost 2.0 zu steuern. Einmal über Touch2Go, das heißt, wir haben ganz normalen Stick auf dem Display, wo wir die Drohne steuern können. Das zeige ich euch im Einzelnen nochmal. Und wir haben den Avatar-Modus. Da muss man das Handy nur bewegen, links, rechts, hoch und runter, um die Drohne zu steuern. Genialer Modus, zeige ich euch gleich.
Als Sicherheit ist eingebaut, wenn man im Avatar-Modus fliegen möchte, muss man zuerst dreimal im Touch-to-Go-Modus abheben und wieder landen. Man wird von der App da eigentlich super durchgeführt. Wir machen das jetzt mal eben. Touch-to-Go-Modus. Bei Touch to Go, beim ersten Start, nach dem automatischen Start, dass man selbst auf 50 Meter aufsteigen soll und dann wieder landen. Das Ganze machen wir nur mit Gas, einmal Plus bestätigen, natürlich für hoch mit dem Schieben, mit dem Schieberegler und Minus für wieder runter. Macht automatisch langsamer im letzten Bereich. So, wieder runter. Den Schieberegler auf Minus gedrückt halten. Actual battery spared. Und dann schaltet es ab. Gesperrt. So, das Ganze wiederholen wir jetzt dreimal. Wieder auf dem Eject-Taster hier unten entriegeln, nach rechts rüber wischen. Die Drohne startet komplett selbstständig, wir können nichts beeinflussen. Die Drohne geht hoch. So, jetzt ist sie auf ihrer Höhe. Wir können direkt wieder landen oder, wie sie eben sagt, auf 50 Meter hochgehen. Das ist aber nicht notwendig. So, wieder Minus gedrückt halten, dann kommt gesperrt, fertig. Und ein drittes Mal. So, wieder runter. Schieberegler auf Minus gedrückt halten. Actual battery spared. Und dann schaltet es ab. Wie gesagt, dreimal im Touch-to-Go-Modus mit der Ghost 2.0 abgehoben sein, wieder gelandet, abgehoben, wieder gelandet, abgehoben, wieder gelandet. Könnt ihr jetzt in den Avatar-Modus gehen. Im Avatar-Modus habt ihr auch wieder den Pfeil nach oben hier im linken Bereich. Den drückt ihr einmal. So, Slider nach rechts. Die Drohne geht automatisch auf ihre Flughöhe. Man kann da jetzt überhaupt nichts beeinflussen, auch wenn man das Handy bewegt oder ähnliches. Sie sagt dann auch, Drohne ist abgehoben, Sie können den Schweremodus beenden. Dann drückt man hier auf den Pauseknopf, das heißt, wir machen Pause weg und haben die Drohne jetzt hier in den Modus direkt unter Kontrolle. Die Drohne guckt immer dahin, wo Campy hinguckt. Dann nach vorne fliegen hier. Dann nach hinten fliegen. Dann nach rechts fliegen. Und nach links. Das Ganze nur mit der Bewegung zum Handy. Ich habe noch einen zusätzlichen Schieberegler, den ich euch da abgeben kann. Also wirklich. Ich gehe nochmal ein bisschen runter. Wenn ihr die richtige Höhe erreicht, dann einfach den Schieberegler loslassen und sie hält diese Höhe immer. Handy nach rechts, los nach rechts. Handy nach links, los nach links. Nach vorne. Und nach hinten. So. Wenn ich mich einmal mit dem Handy im Kreis drehe, dreht sich die Drohne genauso im Kreis. Jetzt ist die Drohne genau so.